Guten Tag, meine Lieben, und willkommen zurück auf diesem Kanal. Und heute geht es mal wieder um prominent getrennt. Denn die erste Kandidatin hat nochmal so ein kleines, aber feines und ein bisschen ausführliches Q&A gemacht. Und das ist die Gina. Und wir alle erinnern uns natürlich daran, dass es in der ersten Folge relativ schnell mit Gina und ihrer Ex-Freundin Emily eskaliert ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Sie hat ein paar Fragen beantwortet und ich kann euch sagen, dass wenn man bedenkt, dass der Dreh ja eigentlich ein halbes Jahr her ist knapp, dass das Feedback nicht deutlich positiver geworden ist als in der Sendung. Welcome back, ihr Lieben. Willkommen zurück auf diesem Kanal. Prominent getrennt ist am Start. Wenn ihr die erste Folge verpasst habt, dann könnt ihr das gerne bei RTL Plus nachholen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und ja, ich versuche alles im Blick zu behalten, was irgendwelche Statements, Q&As etc. betrifft von den Menschen, die da mitmachen. Das finde ich immer besonders spannend. Und wenn ihr das auch spannend findet, dann dürft ihr mir nicht nur einen Daumen nach oben geben, auch für unseren kleinen Luca hier, sondern ihr dürft mich auch immer gerne bei Instagram informieren, wenn ihr irgendwas entdeckt habt und vielleicht die Vermutung habt, dass ich es noch nicht gesehen haben könnte. Als die Folge anfing, hat man schon relativ schnell gesehen, ja, dass da ganz schön schlechte Stimmung ist bei Gina und ihrer Ex-Freundin Emily. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich, das ist inzwischen länger her als ein halbes Jahr, ich glaube, das war auf der Aftershow-Party von RuPaul's Drag Race oder besser gesagt Drag Race Germany, da habe ich mich mit der Gina tatsächlich über eine Ex-Beziehung unterhalten und ich kann es jetzt natürlich nicht genau sagen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es tatsächlich in dem Fall um Emily ging, weil es ja einfach genau dieses Zeitfenster betrifft, was da auch so ein bisschen erwähnt wurde. Und als ich dann erfahren habe, dass beide in dieser Show sind, dachte ich mir so, wow, okay, krass, weil klar, es geht jetzt nicht darum, dass man wieder zueinander findet, aber es kann natürlich passieren. Und ich stelle mir natürlich dann irgendwie auch oft die Frage, so wenn man sich gerade in einem sehr toxischen Umfeld bewegt, warum möchte man ja da eigentlich nochmal anknüpfen? Ja? Das Argument von den meisten ist natürlich immer, dass man sich nochmal aussprechen möchte. Das haben die beiden jetzt, glaube ich, in dem Fall nicht gesagt, sondern andere sagen das, wo ich mir dann so denke, naja, okay, man kann sich aussprechen, man muss es aber auch nicht machen und man muss es erst recht nicht in einer Fernsehshow machen. Ne? So viel schon mal dazu. Und die Emily hatte ja gesagt, dass sie quasi auch in dieser Show sind, um die queere Community sozusagen ja, zu repräsentieren, wo ich mir dann so dachte, ja, ob das jetzt eine gute Repräsentation ist, sei mal dahingestellt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Q&A von der lieben Gina an. Sie hat ein paar Fragen beantwortet, super viel sind es nicht, aber ich glaube, es wird trotzdem spannend und dann werde ich natürlich auch was dazu sagen. Ja, das wurde ich tatsächlich sehr oft gefragt, weil ich so ein bisschen schockiert war, als ich Emily gesehen habe. Ich wusste natürlich, dass ich mit Emily da reingehe. Ich dachte aber, ich werde erstmal in die Villa fahren mit einem anderen Kandidaten, so wie es halt in den anderen Staffeln war. Da ist man ja immer erstmal mit einer anderen Person da hingefahren und ich dachte so, ich kann dann erstmal chillen, bis Emily dann kommt, noch ein Gläschen Sekt trinken und ein bisschen runterfahren. Und ich habe halt nicht damit gerechnet, dass Emily da schon steht. So, ich habe es auch erst gar nicht gecheckt, weil ich kam ja von voll weit weg angefahren und dann gucke ich so und sehe, da steht jemand und ich dachte erst, es ist vielleicht irgendjemand von der Produktion oder so und dann habe ich irgendwann so realisiert, wait a minute, da steht auch ein Kamerateam, das ist doch wohl Emily und los geht's. So, das war so cringe, Leute, wirklich, ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Diese Frage habe ich tatsächlich sehr oft gelesen schon generell in Form von Kommentaren und ich habe mich das ehrlich gesagt auch gefragt, weil das ja ständig so war, dass sie irgendwie immer alle überrascht waren, ihren Ex-Partner oder Ex-Partnerin zu sehen und ich verstehe die Argumentation so nach dem Motto, ah, okay, ich dachte, ich treffe erst später auf die oder auf den, ich dachte, ich ziehe erst irgendwie allein in die Villa ein und dann treffe ich die anderen, aber weiß ich nicht, die Reaktion finde ich trotzdem irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich meine, egal zu welchem Zeitpunkt man die Person trifft, es war ja irgendwie klar, dass man ausgerechnet diese Person trifft. Also, dass man vielleicht überrascht ist, dass man die Person jetzt schon trifft. Okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte immer den Eindruck, auch hier in dieser Konstellation und auch bei vielen anderen Momenten, dass man teilweise oder dass die Leute teilweise irgendwie überrascht waren, diese Person überhaupt zu sehen. Ja, das ist irgendwie immer so, weiß ich nicht, als ob man irgendwie nicht weiß, in welchem Format man ist. Und ja, ich habe verstanden, dass es hier darum ging, dass sie dachten, dass sie später aufeinandertreffen. Aber, weiß nicht, auf mich wirkt das mal so ein bisschen komisch. Aber wenigstens haben wir das jetzt auch mal geklärt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der nächsten Frage weiter. Ja, Leute, was heißt ruhig bleiben, ne? Also, ihr werdet es auch noch sehen. Man hat es ja im Teaser für die zweite Folge schon gesehen, dass ich da ein bisschen ausraste. Also wirklich, so habt ihr mich wirklich noch nie gesehen.
Und das muss man auch erstmal schaffen, mich so auf die Palme zu bringen, dass ich wirklich so sauer bin. Und dann auch noch im TV nicht mal mich zurückhalten kann, sondern so ausraste. Es wird wirklich noch schlimm. Aber ja. Es wird einfach schlimm. Diese Fragestellung fand ich ehrlich gesagt witzig. Wie konntest du so ruhig bleiben? Ich hatte mir so, ruhig geblieben ist ja da niemand. Also weder Emily noch Gina und, boah, ich muss ehrlich sagen, also das hat natürlich auch immer irgendwie was mit, ich sag jetzt mal, mit einer mangelnden Impulskontrolle zu tun. Also jetzt werdet ihr sagen, oh Ramon, das habe ich zuletzt oft gehört. Ja, ist schon irgendwie so, weil ich kann natürlich verstehen, wenn man irgendwie emotional miteinander verbandelt ist, was die eigentlich in dem Fall nicht mehr sind, weil sie ja schon getrennt sind, aber da ist natürlich trotzdem noch irgendwie eine Emotion da, dass man sich dann irgendwie schneller hochschaukeln lässt, als wenn das jetzt irgendwie von einer fremden Person kommt. Aber ich denke mir immer, und jetzt kommt wieder mein selbes Argument wie immer, ich frage mich dann immer, wie das bei den Leuten abgeht, wenn die quasi nicht in einer Fernsehshow sind, ja. Also ich meine, das geht ja hier schon am ersten Tag so ab. Und was passiert denn dann zu Hause? Und warum macht man dann irgendwie auch mit? Also wie macht man dann mit für die Reichweite? Macht man mit für die Kohle, um etwas zu klären? Das kann es ja schon mal nicht sein, weil, also da kann man nichts klären, ne? Also es eskaliert so krass vom ersten Moment an, dass ich glaube, dass beide überhaupt niemals in die Situation oder Position kommen werden, wo man in Anführungsstrichen ein normales, sachliches Gespräch auf Augenhöhe führt. Also ja, keine Ahnung, hat natürlich auf einen gewissen Unterhaltungswert. Ich meine, stell dir jetzt mal vor, alle Paare wären Friede, Freude, Eierkuchen, haben eigentlich gar nichts zu besprechen. Dann wäre es natürlich irgendwie auch lame, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es schon krass, wie es da teilweise abgegangen ist direkt. Nee, also dass wir wieder zusammenkommen, habe ich mir nicht gewünscht. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst davor, weil ich ja auch unsere toxische Beziehung zueinander einfach kenne oder kannte. Im einen Moment hassen wir uns, im nächsten Moment lieben wir uns wieder. Und deswegen ja, hatte ich ein bisschen Schiss, dass ich mich irgendwie wieder drauf einlassen könnte. Aber im Endeffekt war eigentlich meine Hoffnung, dass wir einfach ein gutes Verhältnis, dass wir es hinkriegen, ein gutes Verhältnis zueinander zu haben, dass man vielleicht danach sich auch mal zum Kaffee treffen kann und irgendwie fragt, wie es einem geht und sowas. Weil auch natürlich in der Zeit, wo wir getrennt waren, war sie mir nicht egal. So, mich hat ja trotzdem interessiert, wie es ihr geht und was sie macht und so. Und ich wollte sie ja nicht komplett aus meinem Leben haben. Ja. Das war eigentlich die Hoffnung. Ich frage mich tatsächlich immer, warum das von allen Leuten, oder nicht von allen, kann man jetzt nicht so pauschalisieren, aber von vielen Leuten irgendwie immer so ein Anliegen ist, so nach dem Motto, ja, dass man danach irgendwie mal Kaffee trinken gehen kann. So. Also ich meine, ich habe auch eine Ex-Beziehung, mit der ich noch sehr gut befreundet, also gut befreundet, doch, wir sind schon noch gut befreundet, ja. Aber wir gehen jetzt auch nicht ständig oder regelmäßig Kaffee trinken. Und es hat aber auch ein bisschen gedauert. Wir sind auch unter ganz anderen Umständen getrennte Wege gegangen. Das war bei aller Liebe nicht in so einer Situation, wie das hier ist, ja. Und ich denke mir dann so, also wenn man so krass auseinandergegangen ist, dass wenn man sich sieht, dass man sich so angreift, dass man sich so angeht und was man in der Vorschau auch gesehen hat, dass man sich so beleidigt und sich gegenseitig so fertig macht, dann in dem Kontext da reinzugehen und zu sagen, ach naja, eigentlich wünsche ich mir, und das meine ich jetzt von beiden, ne, eigentlich wünsche ich mir, dass man zusammen klarkommt oder dass man mal zusammen einen Kaffee trinken geht, wo ich mir so denke, also erstens sollte das, muss das auch gar nicht der Anspruch sein, finde ich. Also ich finde es reicht, wenn man abschließt mit einer Beziehung und sich, sage ich mal, auf Augenhöhe begegnen kann, dass man sich irgendwo sieht, dass man sich Hallo sagen kann, ohne dass da irgendwie die Fetzen fliegen. Aber ich finde, es muss auch immer nicht da der Anspruch sein, dass man da irgendwie noch Kaffee trinken geht, weil dann hängt man ja immer in dieser Bubble drin und ist auch vielleicht dann doch nicht so offen für neue Sachen. Also ist man schon, wenn man einen richtig krassen Cut gemacht hat. Aber ich würde tatsächlich immer den meisten Leuten, vor allem auch gerade, wenn es irgendwie so auseinandergegangen ist wie bei den beiden, erstmal empfehlen, so diese Distanz zu schaffen, bis auch wirklich diese, ja, wie sagt man, diese emotionale Thematik einfach komplett weg ist und dass das irgendwie eine toxische Beziehung ist, also auch im Ist-Zustand, auch wenn es keine richtige Beziehung mehr ist, aber es ist ja irgendwas miteinander und auch wahr. Also ich meine, das sieht ja nun wirklich ein Blinder mit dem Krückstock und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich frage mich dann immer, was passiert ist, wenn die Kameras aus waren. Also ich möchte echt keine Beziehungstipps geben und so, liebe Freunde, ne? Aber ich glaube, den beiden würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, unter gar keinen Umständen wieder zusammenzukommen. Ich dachte mir wirklich nur so, ach du Kacke, also da haben die ja wirklich den größten Trash-Müll hervorgezaubert, den es gibt am Trash-Himmel. Ich dachte mir so, okay, ich weiß Bescheid, diese Staffel wird anstrengend. Ja,
Da würde ich ihr zustimmen. Ich glaube, das haben wir uns alle gedacht, als wir den Cast wussten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir so dachte, das könnte eine wirklich sehr gute Staffel werden. Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, ob es am Ende des Tages so kommt. Also oft ist es natürlich schon so, dass es irgendwie auch mal einen guten Cast auf dem Papier gab. Ich sage extra so auf dem Papier. Und der dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ne? Oft ist es so, dass man sich so denkt, boah, das ist ein mega krasser Cast. Das muss irgendwie eine mega spannende Staffel werden. Und dann passiert irgendwie gar nichts. Wollen wir jetzt mal hier nicht von ausgehen. Ich glaube, das wird ganz nice. Aber man soll sich auch nicht zu früh freuen. Ja, das ist halt genau das, was ich meine, dieses erst hasst man sich, dann liebt man sich, dann hasst man sich wieder und dann liebt man sich wieder. Also dieses ganze Ding spiegelt einfach auch so unsere Beziehung wider, die wir halt hatten davor. Es war einfach genau so, wir schreien uns an, wir hassen uns und dann kuscheln wir wieder. Es ist so schlimm, ich will sowas auch nie wieder haben, Alter. Es ist wirklich... Also ich bin schon mal froh, dass Gina zu dieser Erkenntnis kommt, dass sie sowas nie wieder haben möchte. Und so wie sie es gerade beschrieben hat, nochmal, ist es ja wirklich also das ist ja die perfekte Beschreibung einer toxischen Beziehung. Man schreit sich an, wirklich auf unterstem Niveau, wirft sich Sachen an den Kopf, die man sonst niemandem an den Kopf werfen würde. Dann kuschelt man wieder, dann klappt das ein paar Stunden und dann geht das wieder von vorne los. Also ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr so eine Beziehung führt, dann solltet ihr euch ganz schnell darum kümmern, dass ihr aus dieser Beziehung rauskommt. Das ist keine Grundlage für irgendetwas. Ja, ich kenne auch Menschen, die so eine Beziehung geführt haben und habe auch dann wirklich dann gesagt, so Leute, ganz ehrlich, also es kann ja nicht in eurem Interesse sein, dass ihr so eine Beziehung miteinander führt. Ne? Also das ist wirklich auch sehr ungesund. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das was mit Liebe zu tun hat. Ich würde sagen, nein, es ist vielleicht maximal eine emotionale Abhängigkeit und eine emotionale Abhängigkeit aus meiner Sicht ist eigentlich nichts Schlechtes, wenn es irgendwie in einem gesunden Rahmen stattfindet, ja, weil sonst würde es ja bedeuten, dass einem irgendwie alles egal ist. Aber wenn diese Beziehung eigentlich nur auf dieser emotionalen Abhängigkeit basiert und man sich nur Sachen an den Kopf wirft, Beleidigungen etc. und das in diesen Ups und Downs, dann bin ich wirklich jemand, der ganz klar sagt, trennt euch. Also ich finde auch, wenn das dann so verfahren ist, wenn man auch wirklich so diesen Respekt voneinander verloren hat, da kann man auch nicht dran arbeiten. Man sagt immer, ja, nicht alles wegschmeißen und dran arbeiten, ja, aber halt auch irgendwie nur, wenn es Sinn hat. Ich finde, wenn man einfach so einen bestimmten Pfad schon verlassen hat und es nur noch so eine Tal- und Bergfahrt ist, also hoch, tief und ist einfach, weiß ich nicht, primitiv ist, dann glaube ich, kann man auch nicht mehr dran arbeiten. Also wenn einfach so der Grundsatz von dem, was man von einer Beziehung erwartet oder vielleicht auch von der Zukunft erwartet, nicht passt, dann kannst du arbeiten, wie du willst, dann ist es einfach, ist einfach sinnlos. Also ich muss wirklich sagen, dass es mich in dem Moment echt nicht so gejuckt hat und dass ich auch, obwohl ich daneben saß, es gar nicht so richtig wahrgenommen habe und mitbekommen habe, weil ich selber gerade so in meinen Gedanken war und so abgefuckt und sauer war, weil ich kurz vorher diesen Beef mit Emily hatte. Und man sieht auch, wie ich einfach nur so starr da sitze und irgendwann auch so aufstehe und gehe, weil ich einfach in dem Moment eigene Probleme hatte und keine Kraft hatte, mir da jetzt noch irgendwelche anderen Beefs mit reinzuziehen. Ja, es kann ja auch total nachvollziehen, dass sie so sagt, so ey, habe ich gar nicht mitbekommen, hat mich in dem Moment auch nicht interessiert, würde mich auch nicht interessieren in dem Moment, wo ich selber so krasse Kämpfe teilweise führe. Ne? Also man hat ja schon diese Anspannung von Anfang an gemerkt und ich finde aber ehrlich gesagt auch, um jetzt mal auf diese Gina und Emily-Thematik reinzugehen, dass man von Anfang an eigentlich gemerkt hat, dass da sehr viel negative Emotionen einfach da ist. Also ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie man da die Kuh vom Eis kriegen sollte und ob das überhaupt ein Anspruch sein sollte. Also manchmal ist es vielleicht auch einfach besser zu sagen, wir sind einen Teil des Weges gemeinsam gegangen. Jetzt gehen wir nicht mehr miteinander. Tschüss, ciao, Kakao. Ja, Leute, glaubt mir mal, ich war auch schockiert, als ich das im Fernsehen gesehen habe, was sie da alles erzählt hat. Das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen. Und ich Dumme sage ja sogar noch, ja, ich stehe dazu, weil ich das gar nicht gehört habe, was sie alles gesagt hat. Man sieht es auch in der Szene, dass ich die ganze Zeit mit Emanuel geredet habe und die Hälfte überhaupt nicht gehört habe. Und glaubt mir mal, so wie sie das erzählt, hat dieser Abend nicht stattgefunden. Sie hat da vielleicht die ein oder andere Sache vergessen zu erwähnen oder die ein oder andere Sache noch hinzugedichtet. Und ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert. Und ich bin so froh, dass Leon und Cora dabei waren an dem Abend und bezeugen können, wie der Abend wirklich war. Und ich will es auch gar nicht schönreden oder so, dass ich mit jemand anderem rumgeknutscht habe, nachdem ich mit ihm Schluss gemacht habe. Aber der Abend war anders. Der Abend war einfach nicht so, wie sie es gesagt hat. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie... Also wenn sie es mit diesem besagten Abend ging, mit diesem Rumknutschen, also... Pff.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man sich jetzt daran noch irgendwie aufhalten sollte. Also ich glaube, es ist normal, dass zwei Menschen, die einen Abend erlebt haben und vielleicht auch noch was getrunken haben, dass die ja eine unterschiedliche Wahrnehmung haben von dem, was stattgefunden hat. Vor allem, wenn der eine sich im Recht fühlt und die andere Person sich im Unrecht. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt relativ normal. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ich glaube aber auch, dass die Problematik bei den beiden eine ganz andere ist und dass es eigentlich komplett Wurst ist, ja, was an diesem Abend passiert ist und wie Emily das sieht und wie Gina das sieht, weil es wirklich komplett irrelevant ist. Die beiden passen nicht zusammen, die haben ganz andere Baustellen oder ganz andere Sachen, die miteinander nicht funktioniert haben. Deswegen finde ich es jetzt schon fast amüsant, dass wir da so ein bisschen drüber reden. Und ich finde es auch legitim, dass Gina jetzt natürlich nochmal so ein bisschen Bezug drauf nimmt, gerade weil es ja nun irgendwie öffentlich in einer Fernsehshow stattgefunden hat. Aber ich glaube, wir alle sind uns einig, dass wir ja da einfach sagen so, hä, okay, ob jetzt an dem Abend, ob die jetzt getrennt waren oder nicht, wer jetzt mit wem rumgemacht hat, ob jetzt jemand irgendjemanden betrogen hat oder so. Also diese Beziehung hat oder diese Bindung hat während der Beziehung nicht funktioniert und diese Bindung funktioniert auch nicht außerhalb dieser Beziehung, wie man jetzt in dieser Show merkt. Ja, also das ist einfach so, das passt so gar nicht. Ja, Leute, ich war selber schockiert und ich fand es auch komplett scheiße von Emily. Wir sind seit einer Stunde in diesem Format drin, ja. Wir haben noch nicht mal unsere Koffer ausgepackt. Du kennst die Leute seit einer Stunde und holst direkt solche Storys raus, ja. Und dann auch noch, wie sie es erzählt. Das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Aber direkt so, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. So, ich hätte auch genug Storys, die ich da hätte erzählen können. Und dann wird der Spieß hier aber noch mal ganz anders aussehen. Der Spieß umgedreht werden. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich dachte halt nicht, dass wir sowas machen oder dass wir so sind. Ich war wirklich so, alles klar, Emily. Weiß ich Bescheid, wo das jetzt hier hinführen soll. Okay. Also, ja, einfach unnötig. Für mich kommt es halt so rüber, als hätte sie nur darauf gewartet, solche Storys zu erzählen. Ich finde, an diesem letzten Statement sieht man irgendwie auch nochmal, wie gut und teilweise aber auch wie schlecht die beiden sich eigentlich irgendwie kennen. Also wenn ich mir so überlege, wie die Streitigkeiten abgelaufen sind ohne Kamera und wie sich die beiden da teilweise auch schon auf unterstem Niveau gegenseitig angehen, dürfte das ja irgendwie auch keine Überraschung sein. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dieses Format lebt ja auch irgendwie davon, dass man sich nochmal ausspricht, austauscht, wie auch immer, auch wenn ich finde, dass es nicht zwangsläufig nötig ist. Aber wir alle wissen ja, dass es da auch diesen Stuhlkreis immer gibt, wo dann die jeweiligen Paare nochmal so sagen, was irgendwie vorgefallen ist oder nicht. Und man muss natürlich irgendwie auch sagen, also es überrascht mich jetzt von der Position von Emily her nicht so, bei ihr merkt man einfach noch, und das meine ich gar nicht negativ, sondern dass sie halt auch einfach nicht so diese TV-Erfahrung hat. Ne? Sie haut dann da einfach raus, sie sagt diese Sachen. Jetzt kann man sagen, okay, Gina hat diese TV-Erfahrung und haut auch trotzdem raus, weil sie ist ja wirklich auch unglaublich emotional und verliert da ganz oft die Fassung. Aber ich glaube, das ist teilweise absehbar, dass wenn man da reingeht, dass man irgendwie sagt, okay, ich bin schockiert, was die jetzt sagt. Vor allem, wenn man sich irgendwie vorher nicht abgesprochen hat. Ne? Jetzt haben die beiden ja nun angeblich keinen Kontakt im Vorfeld gehabt. Ich gehe davon aus, dass manche Paare vielleicht sagen, okay, pass auf, wir gehen da jetzt nochmal rein oder vielleicht auch dieses Gespräch vor Ort suchen, ob es jetzt gezeigt wird oder nicht, weiß ich nicht. Dass man sagt, okay, wo ist jetzt eigentlich die Grenze? Können wir uns darüber austauschen, ohne dass wir über den anderen Unwahrheiten verbreiten, dass wir Lügen erzählen oder whatever? Ja, ist jetzt bei Emily und Gina eigentlich so spät, weil es ja von Anfang an schon krass losging. Ja, das war jetzt erstmal mein kleines, aber feines Video zu ihrem Q&A. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie diese ganze Thematik weitergeht. Ich sag mal so, ne, der Trailer, der hat ja schon wieder einiges versprochen für die nächste Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch so kommt. Und ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal an dieser Stelle. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.